Guten Morgen aus Miura. Wir sind heute aus Tokio rausgefahren, denn hier gibt es Sakura, wie man sieht. Hier in Miura blühen nicht die ganz normalen Sakura, sondern die Kawazu-Sakura. Und wer die kennt, weiß, dass die ein bisschen früh dran sind. Deswegen ist hier in Miura im Februar bereits schon Sakura-Fest. Und wir haben geguckt, dass wir ungefähr hier sind, wenn die Blüten in voller Blüte stehen. Und ich glaube, wir haben das vom Timing her sehr gut gemacht. Mandju gekauft, da ist Sakura Anko drin, das sehr, sehr gut schmeckt, da freue ich mich schon drauf. Dann haben wir uns vorhin auch noch Erdbeeren mitgenommen, die werden wir wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen snacken. Und wir haben hier diese wunderschöne Aussicht. Was bei dem Matsuri gegessen haben und noch ein bisschen die Sakura genossen haben und ganz viele schöne Fotos und Videos gemacht haben, waren wir eben in einem veganen Café-Restaurant was essen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir hier unten, so weit abseits von doch den größeren Städten, ein veganes Lokal finden. Beziehungsweise überhaupt was Veganes zu essen finden. Und dann haben wir sogar ein ganzes veganes Lokal gefunden. Vom Essen her wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt gehen wir hier noch ein bisschen am Strand spazieren. Denn das Witzige an Miura ist, dass es halt wirklich direkt am Strand ist. Und hinter uns ist der Ozean. Und haben ein bisschen die Zeit totgeschlagen, denn wir wollten unbedingt noch die beleuchteten Sakura sehen. Sehr schön. Das Festival hier ist
sehr klein und sehr ruhig. Also es gibt nicht super, super viele Stände. Es gibt hier am Bahnhof ein paar und ein paar an dem See, wo man dann sozusagen ankommt. Und insgesamt ist das Ganze eher so angelegt, dass man eigentlich eher einen Spaziergang durch die Kirschblüten macht, als dass man wirklich, sage ich jetzt mal, Hanami macht oder sowas. Und ich fand das aber eigentlich sehr gut, weil sich dadurch die Menschen nicht so gestaut haben und alles immer in Bewegung war und man dadurch nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwo irgendwie überfüllt war oder sonst was, sondern es war überall super angenehm. Das Einzige, was vielleicht, wo man Abstriche machen muss, ist, dass man eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Fotospots belegen kann, weil eben alles in Bewegung ist. Aber das hat sich insgesamt gar nicht auf den Tag heute ausgewirkt, sondern es war wirklich super schön und ich kann es nur empfehlen, hier mal herzukommen, gerade zu der Sakura-Zeit. Aber wir planen auf jeden Fall im Sommer noch mal herzukommen, denn der Strand, der ist eigentlich auch ganz nett hier und ich glaube, im Sommer kann es hier auch sehr schön werden. Ich hoffe, euch hat das Ganze heute auch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und teilt das Video mit anderen Leuten, die sehen sollen, wie schön Kawasu Sakura sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.